Also die Herzsutra hier als der Kern, das Herz dieser Bratna-Paramita-Schriften. In allen buddhistischen Schulen von großer Bedeutung und wird in das dritte bis fünfte Jahrhundert datiert. Das entspricht auch ungefähr dem, was du gestern hier angeschrieben hast. Manche behaupten sogar, die sei noch älter. Das Interessante ist, dass diese Sutra mit ohne so beginnt. Sie beginnt mit Buddha, Avalokiteshvara und Subhuti, wie sie Sariputra, wie sie schweigend auf dem Berg sitzen, nichts sagen. Und dann entsteht ein Dialog zwischen Sariputra und Avalokiteshvara. Diesen Dialog kennen wir. Bodhisattva erkennt in der Übung der Prajnaparamita, er sitzt schweigend, dass alle fünf Skandhas leer sind. So beginnt dieser Sutrenteil. Ja, Zentralbegriff dieser Sutra. Wir waren bei einigen Zentralbegriffen an diesem Wochenende. Prajna und Samadhi, das haben wir ausgiebig behandelt. Damals, ihr müsst euch das so vorstellen, die Leute waren alle am Studieren, fleißig am Sutren studieren. Wir hatten die Blüte des Buddhismus, Tang-Zeit in China, Tausende von Mönchen, Tausende von Schriftgelehrten. Und die Schriften und die Begriffe waren wichtig. Die kamen nämlich aus dem Sanskrit und wurden im Chinesischen zum Teil nicht ganz deutlich übersetzt. Und diese Begriffe Prajna und Samadhi, die wir gehört haben, waren absolute Zentralbegriffe. Und ein weiterer Zentralbegriff, der uns jetzt hier begegnet, ist Shunyata. Shunyata heißt Leerheit. Diesen Begriff habt ihr heute schon ganz oft gehört. Und die Herzsutra steht und die ganzen Prajnaparamita-Bücher stehen in der Tradition des Leerheitsbuddhismus. Die Herzsutra hatte immer in der Religionsgeschichte des Buddhismus eine entscheidende Formkraft für die Entstehung des Zen. Und wir werden mal schauen, warum. Ja, Leerheit, Shunyata ist Leerheit. Und sie will hier also Einsicht in die wahre, wie unsere Popsanims immer wieder auch gesagt haben, und die sehen nur da mal Lehrer, in die wahre Natur unseres Geistes hineinleuchten. Ja? Maha Prajna, Prajna Paramita Hridaya Sutra. Maha, das Große. Hier geht es also um etwas Großes. Ich fand das ganz bemerkenswert, dass Tsenmaya Sasungsan dieses Große zunächst mal anschaut. Ja? Kein Mensch guckt Maha an, alle gucken die Zentralbegriffe an. Ja? Prajna und so weiter. Tsenmaya Sasungsan fängt an mit Maha. Huineng auch. Was ist dieses Große? Was ist größer als Raum und Zeit? Was ist noch größer als das ganze Universum? Unser Geist. Unser Geist umfasst Raum und Zeit. Unser Geist kann das ganze Universum umfassen. Und er stellt fest, diese Sutra handelt von unserem Geist. Das ist ein wichtiger Punkt. Also Einsicht in unseren Geist, in die Wahrhaftigkeit und das wahre Wesen unseres Geistes. Und da fängt das erstmal an mit lauter Widersprüchen. Wir sind hier auf dem Zen-Kreis bei 90 Grad, bei einem Verständnis von Leerheit, bei einer Methode, Leerheit zu gestalten, in dem alles aufgelöst wird. Richtig und falsch, gut und schlecht, rein und unrein, vollständig und unvollständig, alles wird aufgelöst. In der Leerheit gibt es das nicht, kann es das nicht geben. Das ist der erste Teil unserer Herzsutra. Der Bodhisattva erkennt, dass alles leer ist und überwindet so alles Leiden. Wichtiger Punkt. In der Leerheit gibt es nicht mal mehr Leiden. Und wenn Tsenmaya Sasungsan sagt, ich habe bereits alle Lebewesen gerettet, dann knüpft er an diese Erfahrung an. Hier gibt es kein Leiden. Dieser Punkt ist vollkommen. Alles ist so, wie es ist. Perfekt. Die Brücke ist geschlagen von 0 Grad auf 360 Grad. In einem Augenblick. Die Wand ist weiß. Kann ich dir helfen? Diese Erfahrung fängt diese Sutra an. Sofort. In der Leerheit wird alles Leiden überwunden.
ein wichtiger Punkt. Überlesen wir jeden Tag, morgens und abends, überlesen wir das so. Aber großartig, diese Botschaft. Also bin ich bei 180 Grad bei Leerheit? Ja, lass mal jetzt diese Ideen los. Ja? Dieser Punkt hier, dieser Punkt bringt dich, schlägt die Brücke, schlägt unmittelbar die Brücke. Ja? Brajna, gati gati paragati parasamgati bodhisvaha. Damit hört diese Sutra auf. Das heißt, hinüber, hinüber, zum anderen Ufer hinüber. Es wird etwas verbunden. Es wird Samsara mit Nirvana verbunden. Es wird die Welt der Leerheit verbunden mit der Welt des Absoluten. Es wird das Relative mit dem Absoluten verknüpft. Diese Brücke ist diese Erfahrung. Das heißt aber nicht, dass wir jetzt erstmal ein bisschen warten. Ja, jetzt ist er wunderbar leer. Und dann gehen wir noch ein bisschen weiter. Also das ist ja ein Konzept. In diesem Punkt, ja, dann frage ich dich nur das und du sagst, Mann, das war jetzt korrekt. Richtig? Wo sollten wir uns noch aufhalten? Vielleicht ist es ganz schön, in der Leerheit sich eine Weile aufzuhalten. So 6 Jahre wie Buddha, ne? Oder 9 Jahre wie Bodhidharma. Kannst du ja machen. Sariputra, Form ist nicht verschieden von Leerheit, Leerheit ist nicht verschieden von Form. Ein wichtiger Punkt. Die Welt, ja, es fängt mit dem Leiden an und der Leerheit. Wenn wir an Form, was ist die Ursache für Leiden? Das Festhalten an Formen, das Festhalten an Namen, das Festhalten an Konzepten verwirrt uns immer wieder. Ja. Dieses Festhalten ist der Ursprung alles Leidens. Wir halten fest und damit leiden. Wir halten fest an ich möchte nicht. Wir halten fest an 180 Grad, 90 Grad, an Verständnis. Ja? Heiko, du hast darüber gesprochen. Ja, wir verstehen vielleicht bei 90 Grad schon alles. Aber wir haben es noch nicht erfahren. Wir verstehen, dass wir eigentlich schon einen Schatz in uns tragen. Lass uns doch jetzt aus dem Wald rausgehen. Der Schatz ist da. Aber wir haben es noch nicht erlebt. Das ist der Unterschied. Und zur Zen-Übung heißt, wir müssen diese Erkenntnis von Leerheit, diese Erkenntnis, wenn wir alles Leiden überwinden wollen, müssen wir loslassen. Die müssen wir uns sozusagen in die Adern spritzen. Ja? Aber nach Möglichkeit ohne Drogen. Ne? Die Erkenntnis, dass Leerheit Form ist und Form Leerheit ist, reicht noch nicht. Wir müssen das in unsere Empfindungen bekommen, in unsere Wahrnehmung, in unser Wollen, in unser Bewusstsein. Das ist hier die Ansprache von Sariputra. Und dann legt er los. Er greift zurück auf die buddhistische Psychologie, die das sehr schön darlegt. Übrigens ein sehr schönes, tolle, kann man heute noch viel von lernen. Es gibt Instanzen, mit denen Sinnestore, die uns mit der Welt verknüpfen. Augen, Ohren, Nase, Zunge, Körper und im Asiatischen wird auch das Denken als eine Instanz betrachtet, die uns mit der Wahrheit verknüpfen kann. Da sind wir immer vorsichtig. Ja? Wenn wir unsere Einführungsrede halten, ne? Klar sehen, klar hören, klar riechen, klar schmecken, klar denken lassen wir meistens ein bisschen weg, weil das am schwierigsten ist und weil wir das auch schnell missverstehen. Ah ja, wenn ich denke, ist auch schon vollkommen. Ja, klares Denken ist auch perfekt. Ne? Aber da sind wir ein bisschen vorsichtig. Im Asiatischen gehört das voll mit dazu, ist Teil hier der Belehrungen und alles ist leer. Das heißt, hier wird schon dieser Punkt vorbereitet. Hier sind wir zwischen 90 Grad und 180 Grad. Hier sind wir dabei, wo Hui Neng, der das alles auf den Kopf stellt, der immer wieder sagt, Prajna ist Samadhi und Samadhi ist Prajna. Es gibt nichts richtig, nichts falsch. Also diese ganze Welt der Gegensätze wird hier überwunden. Hier beginnt es. Und hier beginnt Sariputra seine Belehrung und er sagt uns, haltet nicht an dem fest, was ihr seht. Ja, es geht dann weiter von den Augen, kommt er zu dem Tun der Augen, zu dem Tun der Ohren und so weiter. Deswegen spricht er dann nicht mehr nur von den Augen, sondern von Gerüchen, Geschmack, Berührung, Objekt des Denkens, Geräusche, Farben und so weiter. Das ist die nächste Instanz in der buddhistischen Psychologie, die
das, was da passiert. Und das gibt es alles nicht. Es gibt keine Augen, Ohren, Nase, es gibt keine Farben, Geräusche, Gerüche, keinen Geschmack, keine Berührung, kein Objekt des Denkens. Alles gibt es nicht mehr. Die Bedeutung ist, wir halten es nicht fest. So, das wird hier alles aufgelöst. Alles wird dieser Punkt. Alles wird zur Leerheit gemacht. Es bleibt nichts mehr. Weder ein Bereich der Sinne, noch ein Bereich des Denkens, weder Unwissenheit, noch ein Ende von Unwissenheit. Alles wird aufgelöst. An diesem Punkt gibt es nichts mehr. Unser Denken, unser Wollen erschafft alles. Wenn wir das loslassen, werden wir leer und erfahren unsere ursprüngliche Natur. In dieser ursprünglichen Natur gibt es kein Kommen, kein Gehen, kein Vergehen, kein Rein, kein Unrein. Raum und Zeit hat diese ursprüngliche Natur nicht. Sie hat nichts. Kein Subjekt, kein Objekt, kein Leiden. Das ist die Erfahrung des Theravada. Das ist im Theravada-Buddhismus die Erfahrung von Nirvana und das höchste Heilsziel. Dieses sich Befreien, dieses Moksha, dieses Freiwerden. Wobei der Gedanke der Freiheit ja dann auf unserem Zen-Zirkel nochmal ganz explizit bei 270 Grad ins Auge gefasst wird. Aber eigentlich ist das hier schon alles möglich. Diese Leerheit hat nichts mehr. Du wirst frei. Du wirst vor allem frei von dir selbst. Das war so meine kleine Erfahrung damals in Xinwansa. Ja. Oh, ist okay. Ja. Gute Tage, schlechte Tage. Im Zen gehen wir noch einen Schritt weiter. Und die Sutra hört ja auch da nicht auf. Ne? Sie hat noch eine ganze Seite. Die Sutra hört nicht bei dieser Leerheit auf, obwohl der letzte Teil nicht so ganz verständlich wird, nicht so ganz griffig wird. Deswegen ist es vielleicht der interessantere Teil. Man muss eins wissen, religionsgeschichtlich, so vermuten einige Buddhologen, reflektiert dieser zweite Teil der Herzsutra auch so ein Stückchen die Konkurrenz verschiedener Lehrer und ihrer Lehre. Und hier hat sich offensichtlich die Mantra-Praxis durchgesetzt. Ja? Also nicht die klare Geistpraxis, nicht die Atemzählen-Praxis, nicht die Tanson-Atmen-Praxis, sondern die Mantra-Praxis. Das muss man religionsgeschichtlich sehen, einerseits. Andererseits hat diese Mantra-Praxis einen aktiven Aspekt, einen handelnden, einen tunenden Aspekt. Und der ist ganz bemerkenswert. Und vor allem ist das Mantra, darüber habe ich ja schon gesprochen, sehr bemerkenswert. Gucken wir uns das also nochmal an. Es gibt nichts, keinen Anfang, kein Leiden, kein Ende, kein Weg, kein Erkennen und auch kein Erreichen, weil es nichts zu erreichen gibt. Alles wird leer, die große Erfahrung der Leerheit. Jetzt geht es weiter. Der Bodhisattva verwirklicht Prajna Paramita, die Weisheit des anderen Ufers. Und der Geist ist kein Hindernis. Wichtige Erfahrung, das ist meine Lieblingsstelle. Vielleicht auch, weil ich das damals in Xinwansa so ein klein bisschen geschmeckt habe. Der Geist wird kein Hindernis mehr. Ja? Gott, nochmal, das ist doch eine großartige Botschaft. Ja? Wir müssen niemand anderes werden. Wir dürfen auch ein bisschen pervers sein. Wir dürfen auch ein bisschen frivol sein, wir dürfen auch ein bisschen die Konventionen verletzen, wir dürfen auch ein bisschen alles sein, Frau sein, Mann sein, Türke sein, alles dürfen wir sein. Ja? Das Wichtige ist, kein Hindernis. Deutsch sein. Ja, Deutsch sein, das ist ja das Schlimmste. Der Bodhisattva weilt in Nirvana und jetzt geht es los. Wenn die in der Praxis der Prajna Paramita, in der Übung der Prajna Paramita, hier wird also weiter geübt. Der Bodhisattva übt weiter. Alle Buddhas üben weiter. Der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, so viel dazu. Es geht immer weiter. Die vergangenen Buddhas, alle Buddhas üben ständig weiter und erwachen zu Anuttara Samyak Sambodhi. Dieser Terminus haben wir nicht übersetzt. Sven meinte mal, lass uns den doch auch übersetzen. Aber wir kommen zu sehr ins Denken. Und ich höre schon die Silke, wie sie so einen wunderschönen Begriff hat und dann reden wir über diesen Begriff. Es geht aber nicht um Begriffe.
Es geht um eine Erfahrung. Und deswegen finde ich es gut, ja, dass wir hier einen Terminus haben, mit dem wir nichts anfangen können. Aber der letztlich diese Erfahrung reflektiert. 360 Grad. Anuttara Samyak Sambodhi kann man übersetzen wie die vollendete Erleuchtung. Ein guter Übersetzer hat es folgendermaßen übersetzt. Ich finde es. Die unübertroffene, vollendete, das vollendete Erwachen, nicht Erleuchtung. Es wird dann von den Japanern vor allem als Satori bezeichnet, als Erleuchtung. Ich weiß es nicht im Koreanischen, aber eigentlich heißt es Erwachen, das vollendete Erwachen. Also, was du siehst, was du riechst, was du hörst, was du schmeckst, was du fühlst, in Klammern selbst, was du denkst, wird wahr. Alles wird wahr, alles wird unseres, alles wird euers, alles wird, ja? Die Natur sehen und Buddha werden. Die Natur sehen und Buddha werden. Ja? Der Baum ist grün, der Himmel ist blau, ein Hund bellt, wow, wow. Ihr kennt diese Sprüche, diese Rede. Das ist die Herzsutra, das ist die Quintessenz dieses Schrifttums. Das heißt also, Leerheit erfahren und Wahrheit erfahren. Aber auch da hört die Sutra noch nicht auf. Erwachen zu Anuttara Samyak Sambodhi. Wir haben immer noch ein Viertel Herzsutra. Und jetzt geht das los mit dem Mantra. Das große, strahlende Mantra. Das wahre Mantra, das unvergleichliche Mantra. Verkündet dieses Mantra. Es geht ums Tun. Es geht darum, jetzt diese Brücke zu vollenden. Diese Brücke zwischen Leerheit und Wahrheit. Diese Brücke zwischen der Erfahrung von allem loszulassen und der Erfahrung von Wahrheit zu erfahren. Alles ist so, wie es ist, vollständig. Einfach genau so. Diese Erfahrung. Und diese Erfahrung bedeutet, recht verstanden, wenn wir unsere Augen aufmachen, unsere Ohren, unsere Sinnestore wieder öffnen, unglücklicherweise wieder großes Leid zu erleben. Und aus dieser Konsequenz erwächst das Tun des großen Bodhisattvas. Wahrheit zu erfahren und aus dieser Wahrheit heraus zu handeln, das ist die Quintessenz. Und dieser Sutra, selbst dieser Herzsutra, etwas verborgen in diesem... Wo ist sie verborgen? In diesem Mantra. Wir erlangen Anuttara Samyak Sambodhi und wisse, dass das Mantra, verkünde das Mantra. Verkünde das Mantra heißt, lebe das Mantra. Praktiziere das Mantra im Tun. Gate, gate, parata, gate, parasam, gate, bodhisvaha heißt, gehe hinüber, zum anderen Ufer hinüber. Verbinde deine Erfahrung mit der Welt, die vor deinen Augen stattfindet. Was musst du tun? Helfen. Helfen ist jetzt unsere Haltung ist entscheidend hier. Ja? Wie gehen wir damit um, mit dieser, aus dieser Erfahrung zu leben? Aus dieser Wahrheit heraus finden wir von Moment zu Moment eine Aufgabe in unserem Leben. Das ist unter anderem helfen, wenn wir sehen, leiden. Für andere, oder nennen wir es anders, für andere mitfühlen. Für andere mitfühlen. Eine Frage. Diese andere Ufer, ist es nicht gemeint, das zum Erwachen? 0 und 360 Grad? Sind der gleiche Punkt. Du erwachst nicht irgendwo im Himmel Wolkenkuckucksheim. Du erwachst auf diesem Sitzplatz in einer Welt, in der es drunter und drüber geht. Okay? Ich möchte mit einem Schluss, mit einem Zitat von Kyongho Sinim enden. Kyongho Sinim, unser Patriarch ganz links, der in diesem wenigen, was ich von ihm kenne, einen wunderbaren Vers hat. Unser wahres inneres Licht ist das gesamte Universum. Also, ja, haben wir alles jetzt schon in vielfacher Form gehört, was das bedeutet. Unser wahres inneres Licht ist eins mit dem gesamten Universum. Und jetzt sagt er Folgendes. Es ist Nirvana und wahre Freude. Es ist 360 Grad und es ist frei werden. Es ist große Freude.
Bezeichnend ist auch, dass im Hinduismus diese Erfahrung mit Sat-Chit-Ananda bezeichnet wird. Sein, Bewusstsein und Freude. Ananda, Freude. Aus dieser Erfahrung werden wir ein Stückchen lockerer, werden wir ein Stückchen fröhlicher. Und dann sagt er, nutzt diesen Geist wie einen großen Berg. Nutzt diesen Geist wie einen großen Berg. Wie erleben wir einen großen Berg? Stabil, stark, unbeweglich. Ja, so einen Berg im Rücken zu haben, gibt Sicherheit. Diese Erfahrung nutzen, diesen Berg nutzen, und das heißt aber auch immer wieder uns aufs Kissen setzen. Das heißt immer wieder einatmen, ausatmen, loslassen, Wahrheit erleben. Und wenn es so bescheiden ist wie der Boden ist braun, das reicht uns ja meistens nicht. Aber eigentlich ist es das schon. Da ist schon alles vollständig. Das ist schon die Erfahrung, auf die diese Sutren alle seit Jahrhunderten, ja seit Jahrtausenden fast hindeuten. Darum geht's. Die Quintessenz dieser Sutren ist identisch mit unserer Praxis und ich bin mir sicher, identisch mit auch mit ganz vielen Erfahrungen und Erlebnissen, die ihr gemacht habt. Und sei es nur die Erfahrung, an irgendeiner Stelle eures Lebens mal zu merken, ach komm, jetzt entspanne ich mich aber mal. 3 Tage schlecht, 4 Tage gut, no problem. Ja, und ihr alle habt so eine Erfahrung schon gemacht. Ich denke, das sind wichtige Erfahrungen, die uns weiterbringen und die uns helfen, auch Vertrauen zu finden zu unserer Praxis. Und das wünsche ich euch. Vertrauen zu eurer Praxis. Und es geht nicht um die Lehrer, es geht nicht um die Sutren, es geht nicht um die Lehre, es geht um eure Erfahrung und um eure Brücken, die ihr baut. In diese Welt, zu dem anderen.